Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FIFA 21 Karriere mit dem FC Liverpool. Im Vorfeld, wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und ich habe schon im Vorfeld 4 Stunden des Deadline Days hinter mir und werde heute gegen Fulham, Midtjylland, West Bromwich, Southampton, Ajax unter anderem spielen und noch den Oktober, soweit wie es geht, spielen. Ich möchte diese Karriere so weit wie möglich bringen. Da haben wir das erste Angebot für Robertson erhalten. Plus Ferran Torres allerdings habe ich das abgelehnt. Leihangebot für Shaqiri von Piemonte. Da habe ich das auch abgelehnt. Den werde ich nicht an Juve abgeben. Ganz klar, das ist ein wichtiger Spieler. Ein Transferangebot von Van Dijk, von Tottenham für Van Dijk, 126 Millionen. Nein, danke, den werde ich nicht abgeben. Und da gehen wir in die erste Simulation gegen den FC Fulham. Ich werde auf Legende spielen, werde ein bisschen durchrotieren. Ein Greenwood, ein Minamino, ein Foden, Tsimikas, White, Williams kommen zum Einsatz. Und mal sehen, wie viel wir am Ende spielen. Wir spielen am Ende mit 1 zu 1. Trennen wir uns von Fulham. Thiago erzielt das 1 zu 0. Hier das nächste Spiel gegen Midtjylland. Das habe ich gespielt und ich werde euch jetzt zusammen die Highlights zeigen. Natürlich, das war ein schwieriges Spiel, ohne Frage. Habe ich auf Weltklasse gespielt. Und natürlich mit der Top-Mannschaft. Ein Henderson fehlt allerdings. Der hat einen Wert mehr als Wijnaldum. Und da ist dieses Spiel vorbei gegen Midtjylland. Am Ende gewinnen wir mit 2 zu 0. Dank einer guten Vorstellung von Sadio Mané unter anderem. Und mal sehen, wie die Tore so entstanden sind. Mané natürlich ist er einer der wichtigsten Spieler hier bei uns im Kader. Und wir gucken uns jetzt die Highlights an. Roberto Firmino und Mané mit den Treffern in der 45. sowie in der 40. Minute. Wir beginnen mit einer guten Möglichkeit für Roberto Firmino in der 24. Minute. Allerdings geht der kläglich am Tor vorbei, überhaupt nicht gut getroffen, den Ball. Und in der 40. dann schönes Passspiel von Salah und Mané sowie Thiago. Am Ende macht es Mané und der FC Liverpool geht mit 1 zu 0 in Führung. Ganz stark. In der Folge dann in der 45. Minute wieder ein starker Ball von Salah. Diesmal auf Firmino, der nimmt ihn direkt. Keine Chance für den Keeper hier irgendwas zu machen. Der war einfach unhaltbar und es steht 2 zu 0. Dann in der 61. Minute mal Midtjylland, der Vertreter aus Dänemark mit einer Aktion in Hälfte 2. Der geht allerdings auch am Tor vorbei. In der 67. Minute dann noch ein guter Schuss von Thiago, der geht überraschend ganz knapp am Tor vorbei, wie man das jetzt hier in der Wiederholung sehen kann. Haarscharf am Pfosten vorbei. Da verdeckt der Taylor Adams die Sicht, deswegen konnte man das nicht sehen. Hier habe ich dann ein Interview gegeben und das könnt ihr euch selber anschauen, was ich alles angeklickt habe. Nein, das sind Profis, die wissen, was ihr erwartet. Ganz genau. Wir haben das Spiel schon vor der Pause entschieden, ganz klar. Ich bin sehr zufrieden gewesen. Ich konzentriere mich allerdings auf das nächste Spiel, habe ich ausgewählt hier. Wir haben unser Ziel erreicht und den Sieg geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits das nächste Spiel im Fokus steht. Warum durfte Roberto Firmino heute nicht länger spielen? Ja, ich habe dann Greenwood eingewechselt, wenn ich mich nicht täusche.
Das Team hat Priorität, ganz klar. Ich will gewinnen und das Team ist immer die Nummer 1. Für jedes Spiel braucht man eine eigene Taktik. Dass Roberto Firmino heute draußen war, heißt ja noch nicht, dass er nicht wichtig ist. Hier dann habe ich einen Scout nach Italien geschickt. Dann ein 2 zu 2 gegen West Bromwich geholt. Wieder eine enttäuschende Leistung. Dann ging es im Pokal gegen die Macadones aus der dritten Liga, müssten die sein, im Carabao Cup. Ich werde mit den jüngeren Spielern auflaufen. My Child Nice wird spielen und ich werde natürlich auf Legende stellen. Am Ende holen wir einen 2 zu 1 Sieg, sind somit in der nächsten Runde. Shaqiri und Greenwood mit den Treffern. Hier jetzt habe ich eine Vertragsverlängerung getätigt mit Jorginho Wijnaldum, der wollte über eine Vertragsverlängerung reden. Er ist natürlich ein wichtiger Spieler mit seinen 29, hat eine Gesamtstärke von 85, Schlüsselspieler, 10 Monate ist die restliche Vertragsdauer. Ich habe sie auf 4 Jahre verlängern wollen, allerdings hat er das dann auf 2 Jahre gesetzt, das habe ich akzeptiert. Klar, das hört sich nach einem Kompromiss an, wir sind bereit dazu, eine Freigabesumme erhält er nicht und ich habe ihm ein bisschen mehr Geld gegeben. Ich habe zwar nicht so übertrieben, aber 180.000 müssen einfach drin sein. Das hat er natürlich angenommen. Er ist ein wichtiger Spieler und damit bleibt er weiterhin bei uns. Das nächste Spiel gegen Southampton habe ich dann wieder selbst gespielt. Wieder mit der Top 11, wie man das kennt, wenn ich selbst spiele. Und am Ende hier das Tor. Das war das. Kurzer Zwischenschnitt. Und dann hier war der Schlusspfiff. Am Ende gewinnen wir mit 4 zu 0 deutlich. Es waren schöne Treffer, die wir jetzt hier sehen, ne? Hier im St. Mary's Stadium. Sadio Mané mit 2 Treffern hat 4 Versuche gebraucht. Er war auf jeden Fall heute ein Mann des Spiels. Matip durfte mal wieder spielen. Nicht Joe Gomez. Roberto Firmino hat einmal getroffen, Mané zweimal und Keita einmal. Wir werden uns die natürlich anschauen, die Highlights. Keine Frage. Und ich bin heute richtig weit gekommen in dieser Folge. Das werden wir im Laufe der nächsten 6 Minuten sehen. Hier der erste Versuch für Roberto Firmino, dann in der 10. Minute Sadio Mané. Auch der Ball geht vorbei. Und in der 26. Minute dann das 1 zu 0 hier, Roberto Firmino, wie er den nimmt. Keine Chance hier, das werden wir sehen. Der war knapp allerdings, aber er hat sich wirklich lang gemacht, der Keeper. Konnte trotzdem nicht an den Ball kommen in der 34. Minute. Dann ein schlechter Kopfball von irgendwie mit dem Hinterkopf erwischt ihn dann noch ein Spieler von Southampton. Es war Adams. Aber der Ball ging nicht so richtig aufs Tor. Und deswegen blieb es beim 1 zu 0. In der 58. Minute dann Thiago Alcantara mit einem Versuch. Der geht aber irgendwie jetzt nirgendwo und deshalb bleibt es beim 1 zu 0. In der 66. Minute dann das 2 zu 0 durch Sadio Mané. Keine Chance hier. Aus 5 Metern gibt es sich keine Blöße. Hier in der 71. Minute dann wieder Mané und wieder nimmt er den direkt. Also der Torwart hat mir heute leid, keine Frage. Konnte bei den Toren nichts dafür. In der 77. Minute dann ein schöner Distanzschuss von Naby Keita. Der war auch unhaltbar. Keine Chance, der war einfach genial geschossen. Am Ende gewinnen wir mit 4 zu 0 und sind damit weiterhin auf Platz 1 mit 5 Gegentoren, 17 Toren. Noch keiner Niederlage, 15 Punkte. Dann habe ich zwei Jugendspieler geholt. Belov habe ich zum Profi befördert und Rogers habe ich zum Profi befördert. Den Rogers und den
Below, den werde ich auf die Leihliste setzen, die beiden Spieler. Bei einem konnte ich sogar schon eine Leihe tätigen. Hier dann kam das zweite Champions League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. Und diese Partie war bitter. Diese Partie war wirklich bitter. Ich habe mit der Top 11 gespielt, aber dann musste ich die erste Niederlage hinstecken. 3 zu 2 verlieren wir. Wir waren gut, wir waren wirklich gut hier in dieser Partie. Aber ein gewisser Firmino hat die Chance nicht genutzt. Und das Sprichwort heißt ja bekanntlich: Wenn du deine Tore nicht machst, kassierst du hinten Gegentore. Und das hat Ajax heute gezeigt. Wir waren klar das bessere Team. Am Ende verlieren wir in der letzten Minute durch Klaßen mit 3 zu 2. Das ist einfach bitter. Aber so ist Fußball. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Deswegen lieben wir den Sport hier, diesen Sport. In der 32. Minute die erste Möglichkeit für Sadio Mané. Andre Onana im Tor. Wehrt ihn zur Ecke ab. In der 34. dann das 1 zu 0 sieht man hier gar nicht. Allerdings Roberto Firmino dann mit dem Ausgleichstreffer. Schlecht verteidigt. Und es steht 1 zu 1. In der 37. Minute. Dann müsste das 2 zu 1 gewesen sein. Das gibt es aber nicht. Das war es nicht. Da habe ich mich dort geärgert, dass der Ball nicht ins Tor gegangen ist. Denn in der 43. Minute haben wir einen Elfmeter bekommen und Quincy Promes verwandelt ihn zu 1 zu 2. Zum 1 zu 2 Rückstand. Dann war es ein Abseitstor, leider Gottes. Mané steht da meilend im Abseits. Völlig klar, das braucht man nicht sehen nochmal. Das hat man auch in der Wiederholung gesehen. Es blieb beim 2 zu 1 in der 72. Minute. Glich ich dann aus. Wieder durch Roberto Firmino, der einfach eine Bombenpartie gespielt hat. Wir hatten durchaus die Möglichkeiten, wirklich dieses Spiel zu entscheiden in den letzten Minuten. Aber natürlich haben wir das nicht genutzt. Und dann schaut es euch an. Was ist das denn? Hier hatte dann noch Malajax seine Möglichkeit. Alisson pariert ihn, aber hier. Das gibt es ja nicht. Wie verteidigt man hier? Das Tor ist leer und keine Sache für Klaassen, ihn zu verwandeln. Am Ende unterliegen wir leider Ajax mit 3 zu 2. Gegen Burnley gab es auch überraschend nur ein 2 zu 2. Gegen Leeds United werde ich mit der Top 11 spielen. Die haben unter anderem Baumgartlinger, Koch in einigen Reihen, Rodrigo. Trotzdem gewinnen wir deutlich mit 4 zu 0 durch Tore von Mohamed Salah, Mané und Fabinho. Die nächste Partie gewinnen wir auch gegen Atalanta Bergamo mit 2 zu 0. Und ebenfalls wieder durch Henderson. Und dann das letzte Spiel. Oder beziehungsweise das vorletzte Spiel. Das letzte Spiel, was ich selbst gespielt habe. Gegen City konnte man gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das Ergebnis gesehen habt oben. Aber ihr seht es ja gleich. Auf jeden Fall hat ein Phil Foden nicht gespielt. Es hat nicht zu einem Einsatz gereicht hier. Trotzdem eine gute Vorstellung von Firmino, ganz klar. Am Ende gewinnen wir mit 2 zu 0 gegen den Drittplatzierten. Bleiben weiterhin im Titelrennen. Natürlich ist die Saison noch lang. Aber solche Spiele muss man gewinnen gegen die direkten Konkurrenten. Hier in der 33. Minute, übrigens, ich habe auf Legende gespielt. Hier in der 33. Minute dann ein guter Einstand in die Partie. Ederson schaut da schlecht aus, Henderson mit dem 1 zu 0. In der 64. Minute dann wieder ein guter Schuss von Firmino. 2 zu 0. Und das war der Sieg, der wichtige Sieg. In der 70. hat dann noch Henderson ein Foul begegnet. Der Torschütze hat dann die gelbe Karte logischerweise gesehen. Und ja, so ist es halt mal.
wenn man zu resolut in den Zweikampf geht. Man gewinnt mit 2:0. Die letzte Partie ist dann im Carabao Cup gegen den FC Millwall. Ihr habt mit der Top 11 gespielt, mit der dritten Mannschaft, kann man sagen. Und ich habe den Gegner unterschätzt. Gegen Millwall verlieren wir mit 2:1. Phil Foden hat das Tor gemacht. Somit geht es in der nächsten Folge gegen Newcastle, Atalanta, Tottenham, Crystal Palace, FC Midtjylland und Leicester City. Ich werde höchstwahrscheinlich die Partien gegen Tottenham und Leicester spielen. Die anderen Spiele wie gegen Atalanta, Crystal Palace und Midtjylland werde ich simulieren. Wir sind in der Tabelle auf Platz 2 nun. 2 Punkte hinter den Tabellenführer Tottenham. Leicester ist auf Platz 3, deswegen spiele ich auch diese Partie. 4. ist City, 5. Newcastle. Und dann schaut es euch an im Tabellenkeller. Was ist denn da los? City bzw. United ist nur auf Platz 15. Und Chelsea ist einfach Letzter. Chelsea ist einfach Letzter. Was ist denn da los? Und somit verabschiede ich mich heute hier aus dieser Folge. Lasst ein Abo und ein Like da. Ich bin raus. Macht es gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und haut rein.